Hallo und herzlich willkommen hier zum vierten Teil aus der Videoserie China Import und Zertifikate. In dem dritten Teil ging es um den Mythos Zertifikat. Da habe ich gerade erklärt, warum es eigentlich gar kein Zertifikat in diesem Sinne gibt und warum dieser Begriff fälschlicherweise verwendet wird, und habe bereits diese zwei Begriffe hier erklärt. Jetzt geht es weiter zu den zwei nächsten, und zwar zur Konformitätserklärung und zur Kennzeichnung. Wie eben gerade schon gesagt, das sind alle vier Dokumente, die benötigt werden, um dieses Technical File zusammenzustellen. Und dieses Technical File ist letztendlich das Zertifikat. Ja? Also dieser fälschlicherweise verwendete Begriff Zertifikat ist im Grunde die Gesamtheit aller dieser Dokumente. Nun geht es weiter mit der Konformitätserklärung. Mir fällt gerade ein, ich habe noch ein schönes Muster von der Sekunde. So, hier ist ein Muster vom TÜV zum Beispiel, wie so eine Konformitätserklärung aussieht. Wie in dem Video davor gerade schon erklärt, gibt es diese Anforderungsliste und den Prüfbericht, wo eben die einzelnen Richtlinien, die sehen dann so aus hier. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Durchgeprüft wurden, die müssen diese Konformitätserklärung, darüber nochmal eine Erklärung, ja, wo nur erklärt wird, dass das Produkt gemäß diesen Richtlinien konform ist. Oben muss das Produkt genau identifiziert werden, das heißt die ERN-Nummer, wenn vorhanden, eine Artikelnummer, Produktname, Marke und so weiter. Dann muss der Hersteller seine vollständige Firmenanschrift hier auf diesem Dokument anbringen und nochmal am Ende unterschreiben. Ja? Also im Grunde ganz einfach, ja klar, es gibt Ausnahmen, aber das und nicht mehr ist diese Konformitätserklärung. Das ist einfach nur ein Dokument, in dem du selber erklärst, dass das Produkt gemäß den zuvor von dir geprüften Anforderungen konform mit diesen ganzen Richtlinien und Verordnungen ist. Und diese Konformitätserklärung, die ist auf jeden Fall Pflicht, die ist immer das Erste, was bei so einer Überprüfung von der Marktüberwachungsbehörde angefordert wird. Die muss immer parat sein und die musst du, wie gesagt, immer selber ausfüllen. Ja, das machen auch die Prüflabore nicht für dich, weil das einfach Sache der Hersteller ist. Der letzte Punkt ist noch die Kennzeichnung. Das ist allerdings auch gleichzeitig mit dieser Anforderungsliste immer schon geregelt. Da steht dann genau drin, dass zum Beispiel Produkte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen und wo hier Verwechslungsgefahr bestehen könnte, zum Beispiel bei einer großen Plastikbox, wo man nicht weiß, ob die zur Aufbewahrung von Gegenständen oder zur Aufbewahrung von Essen benötigt wird, dass da dann dieses Glasgabelsymbol auf der Verpackung und auf dem Produkt angebracht werden müssen, um hier klar zu identifizieren, dass das Produkt eben für einen Lebensmittelkontakt geeignet ist. Ein bekannteres Beispiel ist das CE-Zeichen. Wenn dein Produkt gemäß dieser Anforderungsliste von diesen CE-Richtlinien betroffen ist, dann muss am Ende auch dieses CE-Zeichen, da muss man aufpassen, das muss unter ganz bestimmten Bedingungen angebracht werden, auf dem Produkt und auf der Verpackung angebracht werden. Und genau, also das ist nochmal diese Kennzeichnung, die ist auch wichtig. Und diese vier Punkte regeln dieses gesamte Zertifikat, und wenn du diese Dokumente alle hast, dann ist das Thema gegessen und dann hast du hier deine volle Sorgfaltspflicht erfüllt. Im nächsten Video geht es weiter mit einer kurzen Übersicht, welche Richtlinien es denn so gibt, beziehungsweise welche die häufigsten und wichtigsten sind, mit denen du dich wahrscheinlich auseinandersetzen musst, und dann geht es auch schon darum, wie du das Ganze in der Praxis umsetzt. Denn dieses Auflisten und so weiter, das ist ein sehr theoretischer Teil, der bringt dir aber nichts, weil du selber verstehen musst, wie du das jetzt für dich umsetzt, wie du dir selber diese Anforderungsliste erstellen kannst. Da gibt es ein super Tool dafür, was ich dir dann gleich zeige, und wie du das Ganze vor allem so umsetzt, dass es am Ende noch profitabel bleibt. Denn wenn du zu einem, weiß ich nicht, Rechtsanwalt gehst und sagst, der soll das Ganze für dich übernehmen, dann kann es schnell ein paar tausend Euro kosten. Und du möchtest natürlich so profitabel wie möglich aus der Nummer rauskommen, gleichzeitig natürlich deine Sorgfaltspflicht einhalten. Ja? Also, wir sehen uns gleich im nächsten Video. Vielen Dank und bis gleich.